Hey, ich mir fällt gerade auf, ich habe nur T-Shirt an. Ja, es wird kalt da oben. Ja. Wenn es jetzt so offen ist, ja. Nachthemd. Nick Lesche. Pui, pui, pui. Gruppenführer, die lenkt uns alle ab. Ich lenke mir nur ab, weil ich eine Frau bin, ey. Ist ja gut. Alpha hört. Wir stehen als zweite Fehlsprung. Ja, so verstanden. Dann, Jungs, ab. Ja, wir springen jetzt. Ole weg. Springen, springen, springen. Maxim weg. Wenn ab. Maxim gelandet. Ja, verstanden. Lieb gelandet. Ole ist am Boden. Verstanden. Ist eingerichtet. Maxim, check. Ja, check. Ich hab halt nur Ausrüstung getauscht, deshalb hab ich eine neue Frequenz drin. Achtung. Ich hab erstmal gerade eben 5 Sekunden nicht selber geredet. Kann man machen. So, wo ist denn unser Blubberfilm? Alpha hört. Okay. Ja, so verstanden. Frage, wo ungefähr soll Brandesburg sein? Ja, so verstanden. So, Alpha, dann bitte sammeln an dem kleinen Gebäude an der Kurve des Feldweges. Maxim, verstanden. Ohne Maxim bitte das Haus sichern. Verstanden. So, hier ist sauber. Jedenfalls sauber. Geh Treppe nach oben. Verstanden, ich sichere unten. Haus ist sauber? Ja, verstanden. So, wir haben Auftrag. Alpha, ihr Foxconn kommt. Alpha hört. Alpha,
Alpha, ich bin südöstlich von euch. Ne? Wenn ihr bereit seid, sagt einfach Bescheid oder macht einen Marker auf der Karte. Sagt Bescheid, dann droppe ich das Cargo da. Ja, so verstanden. Doch, so denn. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Oh, was ist denn das für Vieh? Wo bleibt denn die? Roboffee, du musst weiter nach links, du springst von uns weg gerade. Richtung Osten. Westen. Ist Blubberfee Alpha 1-3 auf der Karte? Ja. Okay. Hinter Topolia ist schon ein BTR. Blubberfee, du springst in die falsche Richtung. Nach links, nach links, nach links, Richtung Westen. Aber sie sagte vorhin schon, dass mit dem Fallschirmspringen, das hat sie noch nicht so drauf. Wir könnten Rauch werfen, damit sie es findet. Alpha, ihr Fox, aber beim Überflug konnte ich keine Hartziele erkennen. Wenn ihr runterkommt, habt ihr wahrscheinlich nur Infanteriefeind. Fox hat ihn. Ja, warte. Danke, Alpha, das verstanden. Oh, da hinten wird schon einer beschossen. Ein Fallschirmspringer. Nicht, Richtung Norden. Nee, Richtung Norden, hinterm Hügel. Akustischer Kontakt, Helikopter, das ist unser? Ja, das ist unser. Hat einer von euch Kontakt über Steam oder so zu Blubberfee? Negativ. Nee. Zugführung für Alpha, komm. Blubberfee wird gleich wieder spawnen in der Base. Sag ihr doch mal bitte, dass sie beim Landen abbremsen muss auf unter 10 km/h, dass sie sonst verwundet oder getötet wird. Komm. Des Weiteren soll sie in der Luft einfach ein bisschen steuern, dass sie ungefähr auf unserer Position sammelt, dass ich den Notfallmarker setzen kann. Alpha endet. Wenn der wirklich so. Braucht, muss relativ weit reinzoomen in die Karte und dann doppelklicken und dann muss sie eigentlich nichts mehr machen, außer wegen. Ja, ja, passiert. Ja. Hat sie aber angekündigt, dass es ein paar Probleme bei ihr bereiten könnte. Ja, ist ja kein Ding. So, wir haben auf jeden Fall Auftrag, wir sollen eine Landezone für Foxtrot einrichten, dass er Nachschub bringen kann. Das heißt, wir werden jetzt Richtung Topolia vorstoßen, gucken, wie es da aussieht. Jetzt sagen wir, gehen einfach querfett ein, das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Das ist in Richtung 300 Grad ungefähr 460 Meter entfernt auf meinem Marker, den ich mir gerade gesetzt habe. 400, genau. Robert, verstanden? Verstanden. Gut, Maxim vorne weg, ich in der Mitte, Ode hinterher, go go. Normales Laufen, kein Sprinten. Schießen die rund? Ich glaube nicht, ne? Die schießen nicht mehr. Nee. Nee. Das ist, glaube ich, Richtung Norden der Scharfschütze vielleicht, der unter Beschuss steht. Das könnte sein, ja. Alpha hört. Ja, so verstanden. Wir stoßen gerade erstmal nach Topolia vor. Ich rief euch Meldung, wenn wir da sind. Komm. Ja, wir hören dich. Okay, ich bin endlich gelandet. Ich bin einmal abgeschossen worden. Warten. Deckung suchen. Es wurde gerade feindliche Infanterie bei Landezone Alpha bei mir auf der Karte entdeckt. Ist rot durchsichtig.
ein Aufklärungsteam, Leader. Alpha, hier Foxtrot, südöstliche Richtung, kommt ein T-100, ist jetzt noch 800 Meter entfernt. Ich wiederhole, T-100, südöstliche Richtung in Zugfahrt, Entfernung 800. Oh, Wahnsinn, scheiße. Wir hätten noch einen Titanwerfer vielleicht mitnehmen sollen. Da ist hier was los, ey. Die Hölle auf Erden. Ja, der Funk geht gerade voll ab. Fee, kannst du mal deine Position auf der Karte markieren, bitte? Ja, Moment. Wir müssen Vieh irgendwie zu uns kriegen. Ja. Alpha, ihr Foxtrot, T-100 ist nun südlich vor euch, 500 Meter. Kreuzt von Ost nach West. Foxtrot, Ende. Alpha, so verstanden. Wir haben ein T-100 südlich von uns. Kreuzt ja. Von Ost nach West. Sehen wir aber gerade nicht, ne? Ne, es sind am Hügel, beziehungsweise ja. Vielleicht auf dem Hügel. Okay, wir gehen weiter nach Trifolia rein. Maxim los, ich wieder zweiter. Ode hinter mir. Verstanden. Ode mitbekommen? Jo. Hey, wo bist denn du ungefähr? Siehst du Topoli auf der Karte? Nie gelandet. Ja. Alpha, so, so wie es aussieht, ist Topoli ja relativ sicher, da können sie runterfahren kommen. Fest, wir haben ein Problem. Das wäre? Bebauung. Oh. Was für ein Problem haben wir? Bebauung? Ah, hier über uns ist er. Yo, Dave meldet sich im Funkkreis Alpha an. Kommen? Ja, so verstanden. Kommen. Sam meldet sich im Funkkreis Alpha an. Sam, verstanden, wir treffen uns mittig in Topolia. Alle Mann, jetzt go go. Alpha hier, Foxtrot. Funksprung, komm. Nordwestig entlang der Straße, etwa 100 Meter nördlich der Straße, hier gerade, die von Westen aus durch Topolia geht. Ist 400 Meter von Topolia, ist ein BTR. Ist der noch aktiv, komm? Foxtrot, kann ich nicht sagen, werden wir stecken, geben eine Meldung, komm.
Aber wir haben feindliche Infanterie. Infanterie erstmal nur bekämpfen, wenn sie uns angreifen. So, wen habe ich denn jetzt? Sam habe ich. Der kommt auch noch. Day, Ole. Day da. Ja, ja. Der kommt noch. So, jetzt fehlt noch die Fee. Wo ist die Frau? Nördlich von 115 Berg. Auch mehrere Infanteristen. Einmal. BTR gesichtet. Ja, so verstanden. Redest du von dem, der hier ungefähr 400 Meter die Straße untersteht? Jo, gegen dem Gebäude gelehnt. Ist der aktiv? Ja, Motor läuft. Ja, so. Ihr Foxtrot habe verstanden, danke für die Info. Komm. Haben wir der Titan gelockt, könnten wegschießen. Wenn du einen Sicherheit hast, dann hau ihn weg. Alles klar. Frei, Feuer. 3, 2, 1, Feuer. Schön geplant. Alpha verstanden. Oh ja. Foxtrot für Alpha, komm. Foxtrot, hört, komm. Melde, bitte erst bekämpft, komm. Foxtrot hier, so verstanden. Lösche Marker von der Karte, komm. So verstanden. Was hältst du davon, wenn wir hier in der Landezone für dich einrichten für den Support? Hört sich gut an, komm. Alles klar, werde die Landezone auf Karte gleich markieren, komm. Foxtrot hier. Warte, komm. Alles klar. Foxtrot hört, komm. Foxtrot hier negativ, habe eure Landezone, fliege an, komm. Oh fuck, jetzt kommt Cross-Shadow. Come on. Für Alpha, Umgebung sichern, Foxtrot wird hier gleich anlanden. Bis er da ist, bleiben wir noch hier.
Maxim, verstanden. Alles bitte schön in der Heizburg. Heli Richtung Osten? Ja, eigener. Richtung Norden? Richtung Norden, Beschuss, Infanterist. Ich höre dich gerade nicht. Bitte wiederholen. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Ich habe nicht mit euch gefunkt. Wie sieht's aus? Ode Blubberfee, ist der Kontakt bekämpft? Ja, Kontakt ich habe ihn getroffen. Positiv, dann sammeln beim Helikopter, Alpha. Alle sammeln beim Helikopter. Verstanden. Hallo. Ich habe mit zwei Schüssen irgendwie im Blick. Ja, wunderbar. So, da Langer hier verweilen soll und auf Befehle warten soll von der Zugführung, würde ich sagen, Anna bleibt als Sicherung hier. Ich kläre das gleich noch kurz ab. Freiwillige? Was? Da war der Freiwillige. Das ist ja nicht nett, aber ich komme schon alleine, ja? Meinst du? Die Sicherung, ich bin das gewöhnt, bleiben. Alleine zu kämpfen. Okay, langer Weg, dann rücken wir jetzt vor, glaube ich. Oder? Ich frage mal. Doch, wir sollen ja vorrücken. Wer rennt da gerade weg? Keiner, okay. Gut, wir stoßen jetzt entlang der Straße vor und werden uns erstmal, ich markiere das jetzt auf der Karte, dorthin begeben. Meldung, wer wir? Alpha. Beto. Wer soll jetzt da bleiben? Keiner. Lange wird er da sein.
Ich biete mich nicht mehr an. Langer spielt gerne die selbst und so das tun. So, Alpha, wer sind wir denn jetzt? Irgendwie fehlt doch einer, oder? 1, 2, 3, 4? Hallo, ich stehe hier hinten und pass auf. Ach, Sam! Ja. So, dreimal links der Straße, dreimal rechts der Straße. Wir stoßen jetzt vor und dann sammeln wir uns erstmal am Sammelpunkt, den ich auf der Karte markiert habe. Sammelpunkt Alpha, ja? Ich möchte Ihre Rede nicht unterbrechen, aber auf der Straße liegt die Mine. Alter, nee, das ist jetzt nicht der Ernst. Doch, die hat der gerade hingepackt. Wie viel läuft. Aber danke für die Info, Sam. Ja, Maxi meldet sich für links. Jo, auch links, Ole. Geh noch ich gehe rechts. Ich bin immer rechts. Da habe ich eine Deckung. Ja, ich bin schon links. Okay. Alpha, vorrücken zum Sammelpunkt, go, go. Tschüss, willkommen. Mädel. Ja, passt schon. Blumenfee, du musst aufrecht gehen. Jawohl. Hast du eins drauf? Es ist so schön, Soldat. Ihn verstanden. Deckung suchen, Kontakt. Die haben gesprochen, die haben gehört. Maxim, hast du Kontakt? Ja. Kreuze Schussrichtung, jetzt Maus. Vorne links ja, ist Kontakt. Ausgeschaltet Richtung MKZ 50. So verstanden, weiter vorrücken. Links vom Haus, keine Einsicht auf Feind. Rücke ein Stück weiter vor zur Mauer. Ja, Alpha, vorrücken, vorrücken. Ich hatte einen Grund, dass ich rechts hin wollte, aber nein. Jo. Langer, kannst du mich hören? Langer, ja. Laut und deutlich. Setz ich mein Heli und mach die große Funkkarte zu für irgendwas. Bin auf dem Weg. Da ist ein kaputtes Panzer. Geh mal da links außen hier. Verstanden. Wir müssen noch 200 Meter vorwärts, ne? Ja? Ja. Machen wir das doch. Ich müsste mich ausruhen. Alpha,
Alpha, Alpha, Deckung suchen, kurze Pause zum Wiederholen, damit wir da vorbringen können. Maxim, verstanden. User disconnected from your channel. Und sonst so? Kaffee oder Wasser, eins von beiden. Beides habe ich gerade nicht. User joined your channel. Sicherlich hier Bravo sowie Delta, oder? Ja. Alpha, weiter vorrücken. Maxim, verstanden. Das ist gut, dass du das verstanden hast. Schnauze. Trollololol. Wo sind die Schnuckis? Guck mal, wie weit die hinter uns sind. Lass mal erstmal hier vorne an der Hauswand ein bisschen warten, sonst reißen die ab. Ole, komm mal ran hier. Komm mal von der Mauer da hinten weg. Alpha, Rundumsicherung aufbauen, wenn ihr eine kurze Seite. Von wo? Moment. Norden. Jawohl, Infanterist auf dem Feld Richtung Straße, MKZ. Ja, genau, hier, naja, MKZ 1 läuft Richtung Osten. Ungefähr, ja, lass es 500 Meter sein. Wie? Das ist aber noch ziemlich weit weg, ne? Haben wir einen Sniper? Melde noch einen feindlichen Ifrit Richtung Norden, 1000 Meter. Hello. Ja, so verstanden. Wo genau? Also irgendwelche markanten Orte? Der Diefrit meine ich? Ja, genau. AZT 006 auf 1000 Meter hinter einem Gebäude, ein kleines. Genau, wenn du am grünen großen Turm rechts vorbeischaust. Ja, das ist zum Bekämpfen noch so weit. Da hinten. Ja, dann sieht das aus. Naja, ich könnte ihn jetzt schon beschießen. Maxim auch.
Ja, wir rücken aber erstmal ein bisschen weiter vor. Ja, und da ist noch feindliche Infanterie, ne? Hast also du die auch gesehen? Also ich kann den sicher treffen. Kannst du ihn sicher treffen? Der ist eine Titan. Ja, dann mach ihn weg. Also, na gut, ich müsste vielleicht ein Stück weiter Osten, dann treffe ich ihn 100%. Feindliche Infanterie vorne voraus. Wo? Die Straße entlang, was sind das? 200 Meter? 100 Meter? Weiter nach Osten. Jede Menge sogar. Oh ja, Tatsache. Robofee, aufpassen, vor uns Infanterie. Ja, ich sehe es. Ah, jetzt weiß ich ja, wo er ist. Ja, ein guter Sturm, 100 Meter nach rechts. Wechseln wir uns erstmal wieder auf deine Waffe. Der doof, wenn der Sunny als Sam und Ole herhören. Wollen wir doch, ja, schaut. Ihr zwei sichert bitte. Ne, warte mal, du bist der T-Schütze, Ole, ne? Positiv. Fee, komm mal bitte zurück zu uns. Verstanden. Weil wir hier richtig scheiße sind. Also, ja. Haben einen feindlichen Ifrit gesichtet, sowie eine Menge Infanterie vor uns, werden uns sofort, oder sind dabei, uns darum zu kümmern. Komm. Ja, sind dabei. Ende. So, Fee und, Ole? Sam. Ihr okay. Sichert bitte nach hinten ein klein wenig. Komm da mal weg, Ole. Genau, Sam und Fee nach hinten sichern, Ole, Maxim und der Name, den ich gerade vergessen habe. Wir vier rücken vor, bekämpfen die Infanterie und den Infrit. Alle verstanden? Verstanden. 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 Infanterie Richtung MKZ 1, 2 auf dem Hügel, 3 Stück, 4. Ungefähr Entfernung. Moment. 350 Meter. Richtung Alles Osten. Klar. Also, wir sind genau vor uns hier, ne? Die Straße runter, oder? Ja, genau, die waren da hinten, hinter der Mauer, sind die nach rechts, hinter dem Gebäude verschwunden. Hat freies Schussfeld, könnte schießen. Der ist schon voll da vorne, krass, so müssen wir mal langsam hinterher, oder? Was macht der schon da vorne? Weiß es nicht. Und dann los. Ja. Alpha, Alpha, Herren, Herren, zurückziehen, zurückziehen. Wir bewegen uns nicht. Ihr zwei wart auch nicht gemeint.
eigentlich auch gerade. Bravo für Alpha, komm. Bravo für Alpha, komm. Jo, Infanterie gesichtet Richtung Norden auf der Straße. 250 Meter und einmal 550 Meter. Wir beginnen von unserer Position aus Infanterie zu bekämpfen, wir können die sehen, komm. Alpha Ende. So, wo sind die Jungs? Sam hatte gerade um die Sichtkontakt. Ja, Maxim, oder nicht? Nee, Sam hatte Sichtkontakt, oder? Sam? Oder Day ist das? Na, meine Infanterie ist schon weg, denke ich mal. Ich glaube, das sind die, die ihr gerade hier auf dem Hügel erledigt habt. Auf der Straße wurde Sichtkontakt gemeldet irgendwie. Ja, das war ich. Achso. Aber das sind die, glaube ich, die hier Richtung Osten auf den Hügel gelaufen sind, vermute ich mal stark. Ja, wenn man eine Viertelstunde wartet, dann sind die natürlich weg. Wir sind Ole und Fee, oder? Negativ, Sam und Fee. Gut, rückt ein Stück nach bis zur Tankstelle, von hier aus weiter nach hinten sich ankommen. Verstanden, Sam Fee, rücken nach auf Tankstelle, weiter Sicherung 6. Wert von Alpha, wir rücken rechts der Straße vor, links am Gebäude vorbei, dass wir die Infanterie endlich bekämpfen können und den Infanterie, den Ifrit wegmachen. Go, go. Go, Maxim. Jo. Das Tentakelmonster. Oh, Dave, du hast ihn gesehen, oder was? Nee, Maxim hat ihn gesehen. Vor uns auf der Straße, links beim Brennenden Ifrit, 200 Meter. Dahinter nochmal, ja, jetzt sind es noch 450 Meter, nochmal drei Stück. Achso, hier vorne, ja. Oh, Infanterie, Nahbereich, auf dem Berg, MKZ 2. Bekämpfen, bekämpfen. Wo? Hab einen. Zwei. Hab beide. Könnte von dem Gebäude aus. Gebäude aus den Ifrit bekämpfen, der da oben steht. Wenn du ihn sicher triffst, Feuer. Vielleicht noch ein Stück nach Osten. Moment, sieht gleich aus. Alpha, ja. Beschuss? Komm da weg, komm zu mir nach hinten. Komm Richtung Norden. Komm nach Norden, ja, komm zu mir in die Tanken. Alle Kontakte bekämpfen. Ich sehe nix. Ich auch nicht. Wir haben. Alpha hören, wir haben vor uns Richtung Stadt das Zielfahrzeug. Ich weiß nicht genau wo, das kam eben nicht so ganz klar durch. Ich werde das noch erfahren. Wird aber von Infanterie gedeckt, also erhöhte Vorsicht. Ich wird zerstört. Sehr schön. Einsatzziel ist auf Karte markiert. Oh. Von wo? Zwei Tataristen in Nähe der Industriegebiets in einem kleinen Wälddach gekillt. Ja, verstanden. Rücken vor zur Lagerhalle. Sam und Fee nachrücken, wir haben vor uns Infanterie ohne Ende.
Lagerhalle sauber. Ja, sechs Feinde erschossen. Nachrücken relativ problematisch. Wir werden hier die ganze Zeit beschossen kommen. Schafft ihr das oder braucht ihr noch einen? Wenn jemand eventuell die Sicherung Richtung Süden von eurer Position aus übernehmen könnte, könnten wir es schaffen, komm. Jo, übernehme ich. Alles klar, sprecht euch dann schon ab. Muss noch ein bisschen ruhen. Okay, Sicherung Süd steht. Für Alpha wichtig: Fahrzeug, Zielfahrzeug ist markiert auf Karte in Rot mit Ausrufezeichen. Nicht zerstören, ich wiederhole, nicht zerstören. Infanterie aus Nordwest. Maxim, pass auf, die schießen von dieser Seite auch, ne? Nur mal so als Info. Verstanden. Wir haben Feinde im Rückraum, wiederhole Feinde im Rückraum, MKZ 32, Tankstelle. Ja, bekämpfen, wenn ihr Unterstützung braucht, Bescheid sagen. Zusätzliche Kräfte abziehen. Ja, dann nachrücken bis zum, was ist denn das hier? Industriekomplott, irgendwie sowas. Rückt auf uns nach, Alemann. Verstanden, zu Ende. Maxi meldet einen feindlichen Ifrit, Straße voraus, direkt hinter der Kurve. Lagerhaus sauber. Ja, da hat sich noch einer auf die Ecke gesteckt. Ich hab's nicht gesehen, weil da waren 7 Stück jetzt drin. So, Alpha hören. Charlie rückt jetzt auf das Zielfahrzeug zu, vor, wird das bemannen und dann in unsere Richtung abziehen, wir sichern Rückzug. Alles verstanden? Verstanden. Negativ bitte wiederholen. Ich wiederhole, Charlie wird das Zielfahrzeug besetzen, in unsere Richtung abrücken, wir sichern Rückzug. Danke sehr. So, verstanden. Maxi meldet nochmal feindliches Fahrzeug direkt hinter der Kurve. Kann ich gerade nicht einsehen. Direkt hinter der Kurve. Ah, ich komme zu dir.
Da sitzt er hier. Ja, schau mal hier direkt dahinter. Oh. Oh ja. Den können wir flankieren, oder? Also ich schaff's glaube ich nicht mit einem Schuss, aber ich könnte vielleicht den Turm kaputt schießen. Den können wir flankieren über die. Über den Berg so ein bisschen. Ja. Charlie für Alpha, komm. Charlie für Alpha, komm. Wir haben ein SBZ auf der Straße Richtung Süden. Erhöhte Vorsicht, wenn ihr schon im BTR sitzt. Komm. Ja, so verstanden. Wir bekämpfen den SBZ. Komm, wie heißt ich denn? Alter Ende. Wer liegt ganz los da? Oh ja. Hör mal. Unser Einsatzziel. Das ist das Zielfahrzeug. Ja? Bewegung bei den Windmühlen. Ja, stand. Charlie Greifer, komm. Charlie zu Alpha, komm. Eigenfeuer Richtung Nordost müsste Charlie sein. Alpha hört. Ja, wir prüfen. Lukas, extrem. Nur Kekse. Keine Hände, keine Kekse. Alter, was war denn hier im Lagerhaus los? Aber hab ich ein paar erschossen. Sieht man. Fahrzeug sollte eigentlich im Compound stehen. Naja, laut Kartenzeiger schon. Normalerweise sind sie bei. Ja gut, das ausreicht auch, ja. Problem. Für Alpha kommen. Melde soweit keine Kontakte im Nahbereich. Ich glaube, das Fahrzeug ist das Zielfahrzeug, kann es sein? Laut Karte? Ja, ich gehe da auch von aus. Zugführung, meinen Sie die Ruine auf dem Berg kommen? Ah, verstanden. Ich schicke doch mal zwei Leute hin. Hab das falsche Gebäude im Verdacht, ja. Komm. Ja, einfach Ende. Ole und Day. Oben. Verdammte Scheißfunke hier. Ole und Day. Ihr seht rechts von euch die wie heißt das da, die Ruine? Ja, teils.
Ja genau, geht da mal hin, da hat die Zugführung Thermalkontrolle gesehen, check mal, ob da noch was drin ist. Verstanden. Kontakt Richtung MKZ. Ruine ist sauber. Ja, verstanden. Am Einblick auf eigene. Verstanden. Charlie, Alpha hört. Funk mal Alpha 2-3 an, dass sie nicht auf die Ruine schießen sollen, weil die schießen auf uns. Alter, ja, verstanden. Alpha herhören, Vorsicht bei Feuer, wie ihr habt gerade auf eigene geschossen, komm. Ole und der hier da oben, ihr müsst aufpassen, auf was ihr schießt, das ist ein eigenes. Ich werde mal vorne links hier zu dem kleinen Gebäude vorrücken. Nicht alleine. Okay. Wen haben wir noch hier unten? Sam? Gehst du mal bitte rüber zu Maxim? Habe Kontakt mit Charlie aufgebaut. Die werden den Panzer besetzen und wir werden dann die Straße Richtung Süden beschützen. Ja, also verstanden. Wäre es dann nicht clever, dann hier nach oben zu verschieben? Bessere Einsicht? Wir gehen mit dem Panzer mit. Der ist tot. Ah, okay. Der ist tot. Jo. Der kann nur tot sein. Gehen wir mal ran, oder? Soll ich verstanden. Vor? Ja, gebe Deckung. Ja, sichern jetzt Haus links von der Straße. Ja, mach die Tür auf. Oh. Charlie wird jetzt zum Panzer vorrücken und den einnehmen. Voll weggeblasen, beide tot. Alles klar. Wir müssen da aufpassen, hier kamen auch noch um die Häuser rum. Ja. Sag mal, hat einer von denen auf das Ding geschossen? Ganz verzerrt. Was hast du? Einzelne Infanteristen auf dem Feld Richtung Westen, nehmen unter Beschuss. Ja, so verstanden. Hier ist er. Wenn du da irgendwie hingehen willst, Sam, dann mach ich hier über die rechte. Sam, ja. Geh bitte ins Squad-Menü und gib Weizog wie auch Brettschneider Driver-Rechte. Die können den BDR nicht fahren. Ja, wird durchgeführt.
Haben Sie was bekommen? Kannst du mal nachfragen? Ja, ich frage nach. Moment. Können Sie zusammenkommen? Können Sie zusammenkommen? Ja, hört. Bretschner, da konnte ich die Rechte fürs Fahren geben, aber Walzog kann ich nicht geben, komm. Ja, haben wir gerade geklärt, danke für die Info. Zum Ende. Alpha, alle Mann an der Straße sammeln, sofern der BDR bei euch vorbeirollt, mitlaufen, sichern, komm. Jawohl, Dave, verstanden. Maxim, komm mit. Jo. Dann lasst uns reisen. Ist wohl hängen geblieben. Ja. Die Witze kenne ich schon. Hat der Tick nicht noch. Gut, der SPZ hätte ja noch Passagierplätze drauf. Grüß Gott. Hi. Warten, Basti, dich lassen sie fahren. Oh, Gott sei Dank. Oh cool, vielen Dank. Bitte schön. Ich sehe die Zukunft, kann ich eine Rakete schießen? Da die schon gleich weg sind, 1,2 Kilometer. Sehr schön. Alpha sind gefangen. Dave, ist wieder okay? Warum Motor? So, Alpha rund Unsicherung, ne? Ich denke mal Fahrzeug hinter. Hi. Primär, ja. Oh. Mahlzeit, Männer! Mahlzeit! Läuft bei dir, Sieger. Schlechten Menschen geht es immer gut. Und Kraut vergeht nicht, sagst du, ja? Oh, Sammy Boy, wenn ich dich sehe, da wächst mir wieder ein Rohr, ey. Nichts einheitliches Gesicht heute, ey. So. Also, was passiert jetzt? Bravo ist da, dann kann Charlie abdrücken, ne? Inemene ist Feier, du. Was passiert jetzt? Inemene. Charlie, was bekommt? Das rappelt in der Kiste, Inemene weg. Der Panzer ist weg. Zum einen, nee. Alpha Ende. So, Rest der Bande. Wie wir mit dem PDR mitlaufen, also Alpha Bravo, Rückführung. Aber wenn der Kämpfer schon meine Folge pusht. Alpha, jetzt abrücken mit dem SWZ. Bravo geht links, oder was? West. Ja, oder wollt ihr selber gehen? Geh mir da noch links. Der fährt aber ganz schön schnell, du. Na. Mach Bravo links, hier rechts erst. Ja, machen wir jetzt so. Alpha rechts, Bravo links. Okay, Jungs, Bravo links. Orientieren. Bravo, Quatsch, Alpha rechts am Panzer orientieren.
Ich hol ihn ein! Du schaffst es, du schaffst es! Lauf, Boris! Ich überhol dein Panzer! Ey, du Arsch, dann habt ihr das letzte Mal die GF-Leistung abgelegt, selbst schreien wir schon. Bravo, sauber. Aber läufst du auf dem Weltrekord wie Olle Bolt? Ja, der ist so schwarz. Hoppla! Ja, wenn er jetzt zurück ist, der ist eine Schacke, die du zerstörst. Alter, hör dich. Alter! Er läuft doch mal außerhalb, du bist ja eben am Arsch. Ich glaube, du bist außerhalb, dafür ist das Moped da. Ja, das stimmt. Was ist denn los, Zeppu, ein Stück Eisen? So verstanden. Bravo hat sich abgesetzt, wir sind alleine. Ja, ist richtig so. Alf? Wer ist Alf? Mal laufen wir jetzt nach Hause? Vorwärts? Ja, nein, ihr wollt ein Toastbrot? Hey! Der ist beleidigt, der Hinter ist halt frei. Aber ich mag es halt gerne. Was sie? Konntest du für Ole kommen? Ja, ja. Frage, wo bist du? Ich laufe die Straße runter, ich komme zu euch. Ich muss hier eine Abholung für Bravo organisieren. So verstanden, Ende. Alter, sind die Bravo-Leute ein paar faule Schweine, ey. Frage an den Trupp. Darf ich meinen Mann killen, wenn wir zurück sind? Frank aber teilt. Komm, du magst mich mit Tagespools. Ja. Ich finde das eine Sau. Oh, was ist denn hier? Fehler. Was ist Fehler? Ich habe einen Fehler. Wieder Fehler. Was für ein Fehler? Irgendein Fehler. Bin wieder da. Ah.
User disconnected from your channel. Hallo? Hallo? Maxim verliert Verbindung? Ja, ja, das hat es vorhin auch schon. Achso, toll. Also, stopp. Wir werden auf Fahrzeug aufsitzen, da hier. Da was? Auf den Schützenpanzer aufsitzen, wir werden mitfahren, hier ist nicht zu bekämpfen. Noch nicht. Oh Mann. Ich will ans Fenster. Komm auf, dass wir genug Plätze haben. Hat mal jemand eine Flasche für mich? Ich muss pinkeln. Ihr dreht heute nicht gefurzt. Echt mal. Ich hab meine Schutzbrille auf. Alter, die Luke auf, schnell! Halt, könnte das auch einer. Einer kommt doch noch von euch, warte. Ja. Basti, wie kann man eigentlich dich fahren lassen, Junge? Ja, oder? Wer ist noch fahren lassen? Ich fahre überhaupt nicht. Ich bin Schütze, wie immer. Ach so. So, alles klar. Zuführung für Charlie. Kann losgehen? Kann losgehen. Alpha ist jetzt aufgesessen. Wir fahren jetzt mit Marschgeschwindigkeit zum Abgabepunkt. Komm. They see me rolling. They hate him. Verstanden. Ende. Nico drückt auf. Du fährst die Straße. Hallo? 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 Juckt's dich? Hey, wenn's dich juckt, muss ich nicht Führerschein? Ich weiß nicht, aber mir wäre es eigentlich ziemlich behaglich, wenn wir jetzt mal die Dachluke aufmachen würden. Ich kriege hier schlecht Luft drin. Wieso? Ja, mach mal auf, Mädels. Hast du dich geduscht, oder was? Ist der Panzer schwangeren gerecht? Was ist der Fahrzeug? Sag doch mal, die Fahrzeuge, der ist gerade. Geht's noch? Leute, ihr habt die Läuse. Ich bin ein Hund. Nach der Fahrt haben wir sie alle. Welche Leute? Wildkreuze habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Sackratten, meine Damen und Herren. Oberschenkel-Antilopen. Oberschenkel-Antilopen. Ist halt aber cool. Definitiv aber glücklich. Jo, wir sind halt im Namen. Wir werden sieben und dann wachsen wir nur noch. Du, warte, Moment, ich sag dir an. So. Ich bin nicht auf der Füße, nächste Gebäude auf der linken Seite, da fährst du mit Füßen und der versucht, der Taxi wieder aufzubauen. Stopp. Ich würde sagen, wir steigen aus. Absetzen. Bis später. Oh ja, ein Panzer. Ich glaube, ist der, den wir vorhin nicht gesehen haben. Maxim feuert. Er ist über. Er brennt doch schon. Weiter entdecken, vorrücken. Oh, wir haben es geschafft. Yay, yeah, wir haben es geschafft! Yay! Beschuss! Charlie, für Charlie kommen. Greenfeld! Okay, kein Beschuss. Falls wir warten auf neue Befehle kommen. Puscheln! Okay, Leute, Rundumsicherung einrichten, auf Abholung warten. User was moved out of your channel. Ist hier drin alles sicher? Guck auf den Raketenwerfer raus. Charlie, negativ, nichts verstanden. Ja, wir haben hier noch einen Feindkontakt. Ein Fahrzeug. Deckung. Ich glaub das alles nicht. Ich hab ihn. Ganz ruhig. Und Umsicherung wird jetzt eingerichtet. Maxim liegt im Dreieck. Hier um die Ecke. Okay, wir bleiben am besten nicht in. Charlie, wir bleiben nicht in der Garage. Wir suchen uns bessere Stellungen. Auf der anderen Straßenseite am besten. Ey, Sam, ich hab vorweg geschossen, Junge. Wo ist Maxim? Der liegt hier. Oh, der hab ich gefunden. Ja, dann mach ihn doch mal. Nein, ich bin Fingert nicht so an mir rum.
Tropfen, die Sandy um Arbeit. Mach nicht so. Da. Das denke ich jetzt für den letzten Trigger. Aua, aua. Ja, nix, aua. Bei einem Mann. Boah. Ich du hast. Du hast eiskalte Hände. Was anderes bewirkt, sich anzufassen. Nee, das ist die Absicherung. Das ist das Ding. Angepisst wegen. Vielen Dank, du bist ein Engel. Nee. Gern geschehen. Hier, Charlie, das soll doch nicht beendet. Warten. Mit dir? Hey! Nee, ich bin eine Fee, aber ist okay. Danke. Die Rettung. Ich rette dich nie wieder. Ja. Ich will das schon mal feststehen. Eine Katastrophe-Fee oder? Blubberfee, scheißegal, oder Blubberfee. Geh weg, du komische Fee. Du klaust mir meine Kunden. Nico. Hey, Dave, ich glaube, wir kriegen gerade Taxi. Was ist? Oh, hier ist der Squad-Leader von. Ja, Moment. Wir nennen das nicht Kunden. Was schon mal das alles? Nennen das immer noch Patienten. Nein, geht ihr zuerst. Ihr seid mehr. Ich gehe mit dem Rest am Ende. Heli? Ja. Richtung. Den macht zuerst, ich geh raus. Ja, nur, dass alle mitkommen, deswegen. Ansonsten behalte ich irgendwie 2 Leute. Ja, mach mich gerade. Ich pack ihn mal an, nicht, dass sie den Trupp dann hier in Verteidigung teilen. Ja, alles klar. Alpha, wenn. Fox am Boden aufsitzen. Charlie, sammeln. Du bist noch sehr platt, wenn du da bist. Okay, danke. Alpha einsteigen, in Not, bleib ich kurz zurück. Bis nochmal ein Leiter dran, dann warte ich den nächsten. Naja, wenn das. Fee, hast du einen Kotzbeutel für mich? nee, Alpha, aufsitzen, aufsitzen, aufsitzen. Alle? Alpha, komplett aufsitzen. Hey Sepp, wir fliegen! Ich bin drin! Rein. Die passt auch noch rein. Sepp, wo bist du, Sepp? Charlie, fahr, komm. Ich sitze hier, glaube ich, dir gegenüber. Ja, das ist gut. Charlie, versuch mal aufzusetzen, wir müssen noch genug Platz haben hier. Also, wir haben allein hier schon 4. Dann haben wir noch 2 Gunners und Co-Pilot. Also, Platz haben wir eigentlich. Mir ist jetzt zu warm. Komm rein mit euch. Elbe eingesteckt. Wir haben ihn verloren, glaube ich. Ist er denn am Anfang im Panzer mit eingestiegen? Walzo, hörst du mich? Leute, wir haben jemanden vergessen. Wen? Walzo. Ist der noch unten? Keine Ahnung. Wir wissen nicht, wo er ist. Walzo ist der Count, der ist nicht da, der ist nicht klar, dass ich ansprechbar. Der ist, der heißt auch, der Server ist der Anton, der ist kein Aufreis. Der meldet sich nicht rein. Ja. Vielleicht ist er gestorben. Zugvogel, Fox. Einen Platz haben wir noch. Ja. Das war Waldplatz. Fox wird hier verstanden. Fox hat Ende. Jetzt wird der Platz immer leer bleiben. Vorher war mal in der Garage, aber es ist immer voll bombardiert worden. Also ich mag das Signal. Okay, Waldzug ist raus. Die Weste mit Traumfahren, die leitet total. Plöpp. Hoi, Timmy! Ich bin wieder an die Frau. Hallo! Finger weg! Hallo! Doppelt gestärkt. Also wenn du noch mehr in die Richtung Dorn gehst, bist du Turm halt, Leute. Doppelanger hat Todessehnsucht. Ja, so tief wie der fliegt. Ja, ich sag ja, mit ja, dem Autofahren ist ja noch schlimmer. Da kriegst du den gleichen Kotzanfall. So tief wie der fliegt, kannst du lang ein paar Blumen pflücken. Ah, ja, der fliegt doch schön. Über 20 Meter, Mann, ihr Schisser, was ihr habt, ist nicht mal. 20 Meter sind für mich dann erst 20 Meter, wenn ich nicht die Baumwippe sehe. Hey, ihr macht nicht nur, ihr mäht den Rasen mit Blüten.
Seht's aber positiv, wenn er abschüttet, ist er auch am Arsch. Stimmt auch wieder. Weißt du, da hat er direkt 8 Kills auf der Uhr. Das ist super. Ich flieg wieder rückwärts. Oh Mann, es ist echt kotzig. Achtung, Häuser voraus. Ivo. Oh, um Gottes Willen, ey. Ich hab diese Teilschirmjäger, raus hier! okay, ganz interessant. Ah, hier gibt's Fallschirme, okay. Ja, bis später, macht's gut, bis gleich. Bei der Geschwindigkeit könnte das sogar sein, dass die Kilometer sind das nicht zu empfehlen, Fallschirme. Siehst du, nach hinten aus? Genau, bei der Höhe springen wir auf den Sohn. Ja, dann lassen wir uns einfach den Sand so abrollen. Ja. Das nennt sich Fast Broken. Ja, yay! Da Langer klatscht auf den Boden und wir sterben. Was denn? Das sieht doch gut aus hier, Lampen. Bisschen langsam, ne? Da kommt die Sticker. Ja, okay. Dann machen wir mal raus. Komm schon, Alpha 8. Oh, Leute. Ey, das ist ganz gut, wenn du das Schatz nachtig abdeckst. Ich weiß. Ja. Krass, also das Pilot hat das schon drauf, wa? Ja, ist ganz gut. Ey, eigentlich ganz gut geflogen. Ja. Ganz gut, unter der Hochspannungsleitung ist er durch. Ui, das kann ich auch. Mimi. So. Kamera. Also ich wette, ich kann Arschklatscher. Yay! Ja, halt ich mit. In den Abisturz oder was? Nö, die Flasche kannst du ballern. Ich auch noch. Also ich bin vom 10 Meter Tor mit Arsch vor. Einer mehr. Zur Info, Alpha, einmal zur internen Nachbesprechung gegenüber der Funktafel im Sandsack-Bunker da treffen. Oh mein Gott, kommen die Anfänger, oh mein Gott. Gute Arbeit, die Amateure. Die Amateure, die zu Fuß gelaufen sind, neben einem Panzer her, ne? Ja. Und den da steht auf dem Fahrersitz. Aus. Und das war ein Befehlsgrund. Jau! Ja. Amateure im Aufmarsch, gute Arbeit. Was denn? Er macht schlechte Laune. Hm. Wo ist Maxim? Ist er noch draußen? Ne, hier ist er. Der ist auch hier. Ah, okay. Willst du mal wieder meine nicht, dass ich da umsonst Haare gegen Krawall bewahren? Deine Haare gegen Krawall bewahren? Ja, danke. Du bist die Beste. Hallo, die Beste. Ja. Okay, Alpha, einmal zu mir. Jo, bin doch da. Wo ist er denn? Leute, wir wollen heute noch fertig werden. Ja. Ich denke gegenüber von der Funktafel. Ja, da ist nicht zu viel los. Hallo, coole Leute laufen. Also gehen. Übrig ist. Ich kann nicht gehen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. B und S gleichzeitig. Rücken. Also einmal. B laufen und S einmal antippen. Dann läufst du. Dann gehst du. Wir sammeln uns einmal kurz in der Fahne und warten dann hier auf. Und jetzt dann noch zweimal STRG. Jawohl. Und jetzt drückst du noch die Raute. Du Zipfi. Zipfi-Klatscher, was ist?
Pass auf, sonst rammelt die durch. Ja, jetzt zieh mal den Ohrkatzenschwurf wieder ein. Ohrkatzenschwurf. So, dann ist hier erstmal. Meinungen, Anregungen, Wünschen. Meinungen, Anregungen, Wünsche, Kritik. Wer ist dran? Ja, ihr. So, also ich sag, dass Kriegsspielen scheiße ist. Warum denn? Keine Ahnung. Gut. Also, allgemein Gruppe, ja, hat gepasst. Boah, Temin, ne? Ganz, bisschen mehr auf die, also über die Funke mitteilen, eben wenn Bewegungen sind, eben schön ansagen, mitteilen, immer schön kommunizieren, allgemein an die gesamte Gruppe, bisschen weniger Bullshit funken, Funksprüche kürzer halten, bisschen konzentrierter darauf genau überlegen, was man sagen will. Und ansonsten, ja, hat es eigentlich gepasst. Und, alles klar. Ja. Ansonsten war das okay. Hat gepasst. Next. Ja, oh, schön war's. Gut, Dave, nächster. Gut. Ja, Gruppe hat eigentlich gepasst. Wie Sam schon sagte, über den internen Funkkanal ein bisschen disziplinierter sprechen, Befehle so kurz wie möglich halten. Auch ein bisschen mehr Infos, auch wenn zum Beispiel irgendein Trupp oder ein Teiltrupp irgendwo zurückfällt und irgendwas sichert, die wollen ja auch ein bisschen auf dem Laufenden halten, also ein bisschen mehr Informationen über den Kanal. Rundumsicherung ist mir sehr oft aufgefallen, dass sehr viele Leute, also fast alle, immer schön nach vorne decken, keiner mal nach links, keiner mal nach rechts, ein, zweimal nach hinten, okay. Gut, als Sunny, da ich weiß nicht, wie oft es schon Arma gespielt hat oder generell Sunny gespielt hat oder generell Erfahrung mit dem Spiel hat, als Sunny ist es halt nicht so geil, wenn man halt neben einem Kameraden sitzt oder liegt. An der Front als Sunny ein bisschen schlecht. Das heißt, ein bisschen zurückbleiben, in Deckung bleiben. Ist klar, ist halt als Sunny ein undankbarer Job, weil es langweilig ist, weil du nie was siehst. Meistens nur die Männer zusammenkriegst und naja, ist halt ein Giles-Job, aber der muss auch gemacht werden. Und ja, also im Großen und Ganzen war es eigentlich ganz nett, die Runde. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, dann wäre ich weiter. Ja, dann Funksprüche sind ja schon angesagt worden. Dann als Ergänzung dafür vielleicht noch, wenn jemand der Meinung ist, nach vorne zu stürmen und einen Compound zu säubern, dann wäre das cool, sowas anzusagen. Das möglicherweise vielleicht auch nicht alleine zu machen, damit man eine nötige Rückendeckung hat. Gut, hat derjenige nicht gebraucht. Ansonsten hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke fürs Mitnehmen. Nächste. Was ist denn hier los? Innenlos. Regeltypchen anpasst. Du darfst aber nicht anfassen. Echt mal. Warum? Komm. Ja. Kommt der mit nach und nach Befragung? Wir machen gerade intern. Achso, dann wenn fertig, komm mit. Also ich sag mal, im Großen und Ganzen fand ich es eigentlich okay. Was mir jetzt so ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass wir gesagt haben, okay, wir greifen vorne den Infanterietrupp an und dann mit einmal hieß es wieder alles zurück und weiß ich, das fand ich war ein bisschen chaotisch. Ja, das war viel von oben. Jo. Manchmal, weiß ich nicht, also ich habe ja mal ein paar Fahrzeuge gemeldet und dann kam irgendwie nicht immer eine Rückmeldung, was jetzt genau passieren soll. Dann stehst du erstmal da und denkst dir, na gut, dann wartest du erstmal, aber wenn wirklich was passiert, oh, weiß man nicht direkt, wie man jetzt handeln soll. Soll man denn erstmal in Deckung gehen oder soll man... Hallo. Oh. Da wird er direkt runtergeschossen. Ups. Und? Ja. Naja. Ja, das wäre so meine Kritik vielleicht. Und also, wie ihr schon gesagt habt, vielleicht ein bisschen besser absprechen.
Ja, weiter. Fotografie. Also nicht? Ja, du darfst. Ja, auf jeden Fall ein Grossi. Heute das erste Mal, weiß nicht, so Kampf erprobt. Bin eigentlich eher Daisy-Zocker, von dem her, bisschen anders wie normal halt. Und ja, muss mich halt ein bisschen anpassen und ich weiß schon, das sind das würde ich vor allen Dingen meine Fallschirmlandungen, ich muss sie noch ein bisschen üben. Aber sonst, ja, war, die Gruppe war okay. Also, ich fand's recht, jetzt, nett ist jetzt blöd, aber, ja. Ja, mehr, sag ich jetzt eher. Oh, je, wieder die Nummer. Oh, sogar das Salz, die ist so schick. Ja, was soll ich sagen? Ich war zufrieden. Hat echt gut funktioniert. Hatte ich schon ein schlimmeres Squad die letzten Tage. Ihr habt doch alle keine Ahnung, ihr Lappen. Ich werde mich disziplinieren, was das Funken angeht und Rückmeldung geben. Was ein bisschen chaotisch war, dass teilweise, wo wir beschlossen haben, wir rücken vor, dann Befehl von oben kam, wir sollen warten, das war aber so ein bisschen meh. No. So, als Beispiel die Infanterietruppe, die wir da gesichtet hatten, dann kam von oben, ja nein, Charlie macht das und wir so warten, dachte ich auch, was soll das, wir sehen die, wieso bekämpfen wir ihn nicht, aber gut. Kann man nicht ja, vor allem, da die direkt vor unserer Nase waren. Ja, eben. Derjenige, der da gerade die Lebenszeichen gibt und dauernd ins Mikrofon pustet, vielleicht das Mikrofon ein bisschen weiter weg. Ja, sing mir ein Lied vom Glied, ey. Ansonsten war ich eigentlich recht zufrieden, muss ich sagen. Gut, dann begeben wir uns zur allgemeinen Nachbesprechung rüber zur Funktafel. Alles klar. Alle meine dem Day geht's gut, ne? Ich fühle mich sicher. Ich esse jetzt einen Chicken. Ich esse jetzt einen Chicken Wing. Ich höre dich ein bisschen dunkel hier. Halt die Schnauze, du Lappen! Oh ja, wie ich das vermisst hab. Ein Chicken. Lebt das noch? Mach's ein bisschen lauter, bitte. Ich was, du verstehst mich nicht! Hallo, Arthur. Habt ihr noch ein paar Kekse für uns? Nur Chicken. Ich sagte schon mal, keine Arme, keine Kekse. Oh Mann, ho, ho, ich freu mich mal zu dir. Ja, wir hatten hier keine Arme. Wo hast du denn gemustert, ey? Gemustert. Na, der wurde im Zoo gemustert. Wer? Ja, der ohne Arme. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich geh! Ficken, Alter. So, warum hast du jetzt auch so? Was ist denn hier mit dem Shadow? Was hab ich? Dir. Kann ich dir helfen? Da, Inventar. Du sollst checken. Ja, hast du ein Checken, bitte. Warte, ich zeig. Nein. Was ist? Jupp. Leitest du die Nachbesprechung? Boah, die Chicken sind spicy. Ich leite, wieso soll ich die Nachbesprechung leiten? Weil du ganz oben in der Liste stehst. Ach, verdammte Scheiße. Na, da steh ich immer, das ist doch kacke. Damals, als der Chicken noch chickiger war. Willst du jetzt die Nachbesprechung machen oder sollen wir jetzt noch die eine Mission noch machen? Nee, ich muss gleich weg, der kleine macht Randale. Schon wieder. Wegen, Gib ihm Chicken. Bring dir mal Arma bei. Gib ihm einfach Chicken. Oder Arma. Oder beides. Arme dann machen wir mal eben Nachbesprechung. Jetzt sind raus beim Häuserkauf. Paolo oder Pole? Übers Kleid. Maxim! Hell, das ist absichtlich, dass das so geschrieben ist, ja. Wir haben Essen. Legion! Don't! Ich will heute nicht aussprechen, ey! Let it go! Nico! 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 Centurion! Aber kein Centurion-Dattenträger, ich bin enttäuscht. Der Bastille! Ja, der Boss, ne? Nom. Ich hab Lobby! Ja, die Shisha B. Und das Sam! Ja, Lappen, Alter.
Lala mit dem Kleidern. Nee, keine Ahnung, Alter. Geil! Ist wurscht, Jens. Weil ich hab mir nicht gestellt, weil ich fand keine Profis, ey. So ungefähr. Da kennt sich aber einer aus. Klar, Junge. Wie können Profis, die Text haben, andere Geschlechtskrankheiten kriegen?